Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir beim Abschluss angefangen, unseren Atommüll zu schreddern, damit dieser langsam und Stück für Stück verarbeitet werden kann. Dann später in der Werkstoffanlage. Deswegen sammelt sich das ja auch langsam und wird durchgearbeitet. Wir schauen jetzt mal hier zurück zu unserer neuen Baustelle, die hier ja mittlerweile existiert. Und sehen schon, dass hier fleißig gearbeitet wird. Die Kollegen verkippen und arbeiten das alles durch. Das ist schön zu sehen. Gleichzeitig arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dann das Ganze hier umzubauen. Weil wir haben natürlich genügend Aufgaben noch stehen. Das kann ich jetzt auch mal nehmen, ausschneiden. Das schiebe ich mir auf irgendeine Insel, wo ich es gerade nicht brauche, oder? Warte mal, wo tue ich dich denn hinschieben? Guck mal, schieben wir jetzt einfach, weil ich kann hier hin. Fertig, aus. Eieieiei. Der Kollege gräbt sich, die Kollegen graben sich immer noch weiter durch, aber bald ist unser Sand weg. Dann wird das Ganze hier natürlich noch ein bisschen spannender. Huge. Aber wie es ausschaut, graben wir uns hier Stück für Stück jetzt lang. Mit unserer natürlich auch mittlerweile Wasserstoffflotte. Was ich immer noch mega genial finde, dass wir jetzt Wasserstoffflotten haben. Auch wenn noch alles... Ah, stimmt, genau. Das wollte ich auch noch machen. Weil wir haben ja jetzt die Möglichkeit dazu, so warte mal, wir brauchen das nicht mehr hier. Aber wir können ja den jetzt ab sofort auf Wasserstoff umschalten. Und halt auf Schweröl, aber Schweröl ergibt für mich absolut keinen Sinn, von daher Wasserstoff. Aber das bedeutet, dass wir hier unseren Wasserstofftank verwenden können. Warte mal, kannst du aufhören zu sabbern? Das ist echt ungut. Das bedeutet, dass wir jetzt hier dann eine Leitung vorlegen können, um an, ihm anstatt den Treibstoff zu geben, hier Wasserstoff reinpumpen können. Und der das dann nutzt und dadurch wir noch aktiver das Ganze verwenden. Das können wir natürlich mit fast allen Schiffen machen. Kann das der hier auch? Ich glaube, dass der das zum Beispiel nicht kann, aber ist ja auch wurscht. Was ich auch mal mit dem mal wieder machen kann, wir gehen mal wieder zu See, würde ich sagen. Das habe ich ja lange nicht mehr gemacht. Was haben wir denn noch nicht erforscht, gesucht? So, warte mal. Es gibt ja viele Ecken, die wir noch nicht wirklich gesichert haben. Nicht genug Besatzung, was? Will sie verarschen? Ich habe keine Besatzung. Mannschaft zuweisen. So, schauen. Jetzt habe ich wieder eine Mannschaft. Und dann tun wir doch mal hier das hier angreifen. Tschüss, Schiff. Gute Reise! Huge! Hier sind wir mittlerweile auch schon am Rande des Wahnsinns, würde ich mal sagen. Beziehungsweise am Rande der Klippe. Schaut aber sehr gut aus, dass wir hier alles zugeliefert bekommen. Genau, die haben wir alle deaktiviert. Auch wenn die mittlerweile wahrscheinlich wieder Wasser kriegen würden. Aber es ist doch alles um einiges lukrativ. Warte mal, irgendwas braucht hier Wasser, ne? Du brauchst Wasser. Und du hast kein Wasser. Aber wir aktivieren wenigstens zwei. So. Genau, der hat ein Prioritäts. Wir machen es anders. Dann haben wir nicht ja immer einen Zwischenlagerpunkt. Erstens vergrößern wir den Wasserspeicher hier. Zweitens baue ich hier ein Ding zwischen. Und die eine Röhre geht hier hin. Die Dreierröhre kommt von hier zwar, aber geht wesentlich was anders hin. Und du gehst hier hin. Und das reißen wir ab. Das ist eine Rohrleitung 2, die hier steht. Die wird hier angeschlossen. Das ist eine Rohrleitung 3, die hier ist. Und wird hier angeschlossen. Das kriegt ein Prio. Bedeutet, wir haben jetzt immer einen gewissen Wasserspeicher für die Bäckerei sonst. Dass die hier in Ruhe arbeiten kann und unser Brot produzieren kann. Weil du siehst, wir haben Brot verloren. Aber ja. Oh, schau mal, wie viel Ethanol wir haben.
Das ist ja lecker, Schmecker. Bedeutet, ihr müsstet eigentlich auch nicht mehr auf Overdrive arbeiten, oder? Für eine Zeit. Kampf im Schiff. Oh, Schiff im Kampf. Oh, Niederlage. Okay. Huch. Oh, schau an. Okay. Aber wir haben wesentlich neue Sachen herausgefunden. Also erstens ist 99 zu stark. Bedeutet, wir bräuchten sowas, die 610 hier können wir bekämpfen. Und das ist wieder 990. Das ist auch eine 990. Eine 610. Eine 610. Auch eine 610 und noch eine 610. Was ist das da hinten eigentlich? Irgendein Bergwerk, glaube ich. 99, 99, 610 und zwar 99. Das ist auch noch eine 610. Das ist eine 99 und das ist auch eine 99. Steinbergwerk. Wir müssen jetzt erstmal unser Schiff reparieren. Reparieren bitte. Schön, dass wir so viel auf Lager haben. Tut er eigentlich immer noch hier umbauen? Oh ja, es ist immer noch einer im Umbau. Das wird wahrscheinlich die restliche Flotte hier oben sein, die mittlerweile auf Wasserstoff läuft. Läuft denn hier noch einer noch nicht auf Wasserstoff? Keinen, den ich nicht sehe. Das ist schon mal schön zu wissen. Denn dann können wir hier den Zupump, das Zustellwerk mal ausschalten. Und hier einen einstellen. Die stellen wir alle drei aus. Brauchen wir nicht mehr. Wo hast du jetzt schon wieder Golderz her? Mal schauen, wie schön sie das beseitigen, wir Stück für Stück die Fläche freischalten. So läuft das, so läuft das. Ja, ja. Ich mag meine Anlage, die funktioniert sehr gut, finde ich. Jetzt schreddern wir natürlich auch schon mittlerweile den Atommüll. Das macht es natürlich noch geiler. Oder wir haben geschreddert, nachdem wir so viel Schreddermaterial auf Lager hatten. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Vergrößern wir mal die Kapazität fürs Erste. Dann kann er nämlich weiter schreddern. Eieieiei. Ich mag nochmal nach der Gesundheit schauen. Viel ist aktuell noch die Luftverschmutzung. Verschmutzung durch Fahrzeuge ist 6, aber die Luftverschmutzung ist massiv. Wasserverschmutzung. Cool wäre, wenn du eine Karte hättest. Gibt es da eine Karte, bevor ich hier irgendeinen Blödsinn sage? Nee, scheint es nicht zu geben. Außer, dass ich hier gerade sehe, dass hier noch irgendeine Grabe-Area ist, die wir vielleicht rausnehmen sollten. Mit Luftverschmutzung. Wo du siehst, wo es herkommt. Also ich weiß, es muss irgendwo hierher kommen, weil hier die meiste Luftverschmutzung natürlich passiert. Also allein wenn wir hier schauen, obwohl ich glaube, der macht nur harmlosen Dampf. In dem Fall und der auch hier. Aber er zum Beispiel gilt als einer der Luftverschmutzer in dem Fall, ne? Wenn wir in Zukunft natürlich einen riesen Atomreaktor haben, können wir die ganzen rausschmeißen und einfach eh machen. Dann, wenn es mir keine Sorgen mehr macht. Aber aktuell, ja. Hier unten habe ich keine. Die sind harmlos. Ich glaube, der ist zum Beispiel nicht harmlos. Ne, der hat Abgase. Und hier müsste es auch noch Abgase geben. Genau. Wir haben halt hier auch das Problem, dass wir mittlerweile so viele Graphitsteine haben. Das ist ja der Wahnsinn. Und die laufen ja jetzt schon aktiv, wenn ich mich nicht irre. Hier vorne auf die oberste Ebene. Um das Ganze zu unterstützen. Dann müsste ich hier so irgendwo einen Switcher machen, damit ich sagen kann, alle, die da produziert werden mit der Anlage, die werden als Haupt genommen. Das wäre noch so eine Sache, die ich vielleicht machen müsste in dem Fall, ne? Ist mein Schiff wieder ganz? Mein Schiff ist wieder ganz. Bedeutet, wir schicken es wieder auf Reise. 6:10, das sollte er hinkriegen. Tschüss, schöne Reise! Wie läuft es mit den Umbauten hier?
Unsere Kollegen sind von Tank befreit. Das ist nicht gut. Kann die jemand auffüllen, bitte? Wir haben hier zwei leere Tankwagen. Bitte auffüllen. Schön, jetzt fahren sie wieder. Das ist wichtig, dass unser Wasserstoff schön verteilt wird, weil ansonsten haben wir hier Probleme. Irgendwann müsste ich auch überlegen, ob ich das auf eine Höhe runterbringe. Also, dass ich die Erhöhung auch wegbringe und alles standardisiere. Ich weiß gar nicht, warum ich die Idee damals cool fand, da oben zu bauen. Oder war es einfach für mich einfach... Oh, im Kampf. Drei Kanonen mit 66 DPS gegen zwei Kanonen mit 60 DPS, aber wir scheinen zu gewinnen. Sieg, jawohl. Elektronik 3 haben wir gewonnen. Und wir haben das Dorf freigeschaltet. Nee, warte mal, wir haben das hier hinter freigeschaltet, gleich, ne? Um das hier zu finden, 99 und auch 99, ein Kalksteinbruch ist hier hinten. Habe ich den noch nicht erkundet? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Die nehmen Gold für Mikrochips. Interessanter Trade. Ah ja, das ist ein schnelles Handelsangebot im Grunde nur. Aber auch interessant. Ich kann Kohle gegen Quarz tauschen. Vielleicht für die Zukunft gar nicht uncool. Aber mit dem mache ich auch schon Schwefelhandel. Ist natürlich auch geil. Und hier kann ich Fahrzeugteile gegen Quarz tauschen. Und Diesel gegen Gold. Aha. Bei euch gibt es natürlich noch mehr. Aber das sind keine Daueraufträge, ne? Das hier sind ja Verträge. Der hat keine Verträge. Der hat Verträge. Gold gegen Rohöl. Aha. Das ist... ich habe doch das Dorf angeklickt, oder? Achso, das ist das einzige schnelle Angebot, was die haben. Hier Waschmaschinen gegen Kupfererz und Schlacke gegen saures Wasser. Interessante Angebote, sage ich dir. Hier kriege ich für Laborausrüstung Uranerz daher. Okay, oder ich tausche Gold. Aber ich kriege mehr raus, weil... Ja, okay, das ist auch wahrscheinlich... Nein, Gemini, wir lassen es gerade. Gemini will mit mir reden. Das ist, glaube ich... Warum willst du das denn tun? So, die Kollegen graben hier schön durch. Und so wie es ausschaut, sind wir hier kurz davor, die Schräge zu bauen. Was war seine Mission? Achso, jetzt müssen sie natürlich umziehen, weil ich den Hügel anfange abzugraben. Sie wollten da wahrscheinlich hoch so fahren. Und ich grabe den ganzen Hügel ab. Wir verbessern alles. Das wird eine mega schöne Ecke wieder. Ich sag's dir, alles schön glatt. Wie läuft's mit den Kollegen? Alter, schau mal, wie viel das ist. Das kommt alles von einem anderen Berg, wird hierher geliefert und dann verkippt. Muss man sich mal überlegen. Wir tun ganze Berge bewegen mittlerweile. Holy moly. Und das einfach so währenddessen, ne? Weil wir haben ja ganz viele andere Fahrzeuge noch rumfahren. Da hätte ich wesentlich eine weniger Auslastung, wenn ich meine anderen Fahrzeuge mithelfen lassen würde. Die jetzt einfach nur just for fun Sachen machen, sozusagen. Aber wie es ausschaut, ist Wasserstoff immer noch sehr gut dabei. Der Tank ist noch nicht wirklich leer. Habe ich ausgeschaltet, dass die überhaupt irgendwas liefern können? Importieren. Ich sage jetzt, exportieren dürfen sie. Das machen wir jetzt so, dann nehmen sie sich vielleicht von der Treibstoff. Dann können wir schneller den wechseln. Wie läuft es hier mittlerweile? Die Tanks sind leer. Das ist auch mal was Neues. Hat sich hier das... Nee, ich glaube, ich hatte hier einfach nur... Das ist ja schon fast ein Wunder. Hey, wait, Ethanol geht hier rein und macht hier den Dünger 1. Bedeutet, unser Schwefeltrade wird bald einfallen. Ich sehe da so ein Problem, meine Freunde. Wie ist der Handel nochmal?
Ich krieg hier 360 rein. Ich brauch noch einen Weg, um Schwefel zu produzieren. Schwefel. Der Abgaswäscher macht es. Was man macht mal mit dem ganzen Schwefel beim Abgaswäscher? Das wird alles gleich umgewandelt, oder? Oh Gott. Da habe ich so wenig... Ach du Himmel, okay. Also entweder ich muss Tonnen an Abgase produzieren. Und ich brauche viel saures Wasser. Und saures Wasser kann ich mir wie produzieren sonst noch, wenn ich es mal wirklich machen wollen würde? Eine Chemiefabrik produziert. Ah, das habe ich auch angeschlossen, oder? Habe ich die nicht angeschlossen? Ja, ihr müsst angeschlossen sein, genau. Aber wir haben zu viel Graphit. Das ist natürlich ein ganz anderes Problem jetzt. Wann durftest du schon mal sagen, dass deine Graphitproduktion zu groß ist? Dreifach das gleich mal. Ist alles nur für die Sicherheit von der zukünftigen Aufhaltung. Und nicht, weil ich dumm bin. Mhm. So, jetzt können die nicht wieder anfangen zu produzieren und sollten mir wieder ganz viel von dem schönen Zeug liefern. Das Haus heißt auch, ich habe bis jetzt kein saures Wasserproblem eigentlich. Und kann dich eigentlich nochmal hier anbinden. Könnte ich den nicht eigentlich auch anders laufen lassen? Muss ja natürlich nochmal eine Chemiefabrik platzieren und die ist relativ groß. Oder halt eine Polyethanol-Fabrik. Und die kriege ich kaum hier zwischen. Ne, dafür müsste ich hier ein bisschen Platz schaffen. Was ist, wenn wir dich flippen? So. Das machen wir mal. Wir werden das Wasser mal anders liefern. Was für eine Rohrleitung ist denn eine Zweier? Weil dann geht nicht immer das hier. Das ist super. Und schnell liefern. Problem gelöst. Jetzt ist gar keine Leitung mehr dazwischen. Dann werden wir dich auch mal kurz anpassen. Welche Höhe gehst denn du auf die oberste? Bedeutet, wir bringen hier jetzt auch wieder meinen flachen Freund. So, flaches Förderband 2. So, und bauen, bauen, bauen.
Warum geht zum Beispiel das jetzt so? So, warte mal. Kurz die Rohrleitung patchen, weil das schaut ja mal grauslich aus, wenn das so läuft. Halt dich doch an den Baukodex. So, fertig. Und dann könnte ich die Original einfach flippen. Dann müsste ich aber nur halt hier das Wasser mal umbauen. Das kriegen wir ja wohl hin. So, okay. Rohrleitung 2. So, dann ist das nicht schön alles niedlich verpackt. Dann gehe ich jetzt hier auf Kopieren und kopiere einfach die Anlage. Flip die. Und kann die hier nicht einfach hinsetzen. Ha, Mensch! Ah, es ist nervig. Um einen verfickten Block geht sie es nicht aus. Da kriegt man doch die Krise. Gut. Den hätte ich gerne auch weg. Nein, was? Nein, abbrechen. Gut. Dann kopieren wir dich. Muss ich dich halt so platzieren. Du bist halt eins nach innen, zwei nach innen gerückt. Die Frage ist nicht, ob ich auch das Plastik, also alles noch mal hier ein bisschen umdesigne. Weil wir hätten jetzt so viel Fläche, dass ich das rein theoretisch machen könnte. Also auch erstens, dass wir anstatt das so zu machen, gibt dem Ganzen eine Sekunde. Hier das so hinsetzen. Flaches Förderband 2 an beiden Seiten dran. Und fürs Erste das mal so platzieren. Gut. Dann muss ich natürlich jetzt hier das Kabel anschließen. Und muss hier mir auch eine Rohrleitung noch hinsetzen lassen, die hier rangeht. So, dicht dran stecken. Aus und aus. Und du machst mir Rohbenzin und du machst mir bitte Plastik. Genau. Und du brauchst noch Chlor. Ja, das wird jetzt der spaßige Teil. Ne, obwohl ich, das ist Chlor, ne? Sollte ich ohne Probleme so rumkriegen. Und dann haben wir eine doppelte Chlorproduktion schon hier fertig. Nice. Die produzieren natürlich jetzt auch wieder Abgase. Ist ja wohl klar, ne, dass die auch Abgase produzieren. Aber hey, es geht gut voran. Und jetzt haben wir hier eine doppelte Produktion für Plastik. Und vielleicht können wir hier mal das Lagersystem, also das hier zum Beispiel, wieder einführen. Weil das wäre hier natürlich der perfekte Start für. Bloß dann müsste ich das nochmal alles ein bisschen rüberrücken. Obwohl, der ist auch ein ganz anderer Auftragsgeber, ne? Rein theoretisch. Also, Auftragsgeber. Eine ganz andere Position und Aufgabe. Trotzdem könnte man es natürlich schon mal vorbereiten. Das hindert ja keinen dran. Könnte ich das hier mit großen Lager machen? Nein, könnte ich nicht. Auch wieder ein Dreierlager zum Beispiel. So.
Ist ja genau, wie es platziert war, genau. Die Prio kriegen dann die beiden mittleren. Ich muss halt bloß zum Beispiel den Teil dann umplatzieren, aber der kann dann zum Beispiel nach oben gehen. Direkt gedreht. Fertig. Das wäre natürlich auch schon sehr super. Vielleicht tun wir das Ganze dann auch hier nochmal ein bisschen umplatzieren. Dass wir das hier hin machen und dann die Anschlüsse nach da drüben. Das Ganze nochmal ein bisschen umarrangen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.